Aus sauren Zitronen machen wir heute eine leckere Zitronencreme. Lemon Curd. Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Lemon Curd ist besonders in Großbritannien und Nordamerika eine verbreitete Creme, die aus Eiern, Zucker, Butter und Zitrone hergestellt wird. Die puddingartige Creme hat ein intensives Aroma, das durch den Zitronensaft und die Zitronenzesten entsteht. Lemon Curd gehört, wie Marmelade, zu den traditionellen englischen Brotaufstrichen. Ihr könnt es auch als Topping und als Füllung verwenden. Für Torten, für Cupcakes, für Muffins oder zum Beispiel als Spiegel für ein leckeres Zitronentiramisu. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ganz einfach selber Lemon Curd herstellen könnt. Wir benötigen 3 Bio-Zitronen. Die waschen wir vorher mit heißem Wasser ab, dann abtrocknen und dann die Zitronenschale runterreiben. Aber nur das Gelbe. Das Weiße ist bitter. Anschließend geben wir 200 Gramm Zucker in einen Multizerkleinerer. Dazu geben wir die abgeriebenen Zesten dazu. Beides wird jetzt gemixt. Übrigens, wie man ganz einfach Zitronenzucker macht, das verlinke ich euch oben. Das riecht vielleicht lecker. Was für ein Duft! Als nächstes pressen wir die Zitronen aus. Dazu rolle ich sie erstmal hin und her und quetsche sie ein wenig. So kommt mehr Saft heraus. Dann durchschneiden und alle Zitronen auspressen. Wir benötigen ca. 150 ml Saft. Und eine der Zitronenhälften gebe ich später in die Spülmaschine. So benötige ich keinen Glasspüler. 6 Eier habe ich schon mal getrennt. Wir brauchen nur das Eigelb. Das gebe ich jetzt in einen Topf hinein. Mit einem Schneebesen verrühre ich dann das Eigelb gut. Den nassen Zitronenzucker, die Mischung von Zucker und den Zitronenzesten, gebe ich jetzt zum Eigelb dazu. Mit dem Schneebesen rühre ich es gut um, sodass es eine schöne homogene Masse wird. Und 150 ml Zitronensaft, den rühre ich gleich ein. Mit dem Schneebesen verrühre ich jetzt alles nochmal richtig gut. Anschließend geben wir den Topf auf den Herd. Bei niedriger Temperatur und das ständigen Rühren lasse ich jetzt die Masse aufkochen. Und so lange, bis sie merklich eingedickt ist und zu blubbern beginnt. Den Topf nehmen wir dann vom Herd und schalten ihn aus. Jetzt geben wir noch die kalte Butter dazu. In diesem Rezept sind das jetzt 120 Gramm. Solltet ihr das Lemon Curd zum Beispiel für ein Topping verwenden, für Cupcakes, braucht ihr ein festeres Lemon Curd. Da könnt ihr die Buttergrammzahl erhöhen, sodass das Lemon Curd einfach fester wird. Die kalte Butter rühren wir dann so lange ein, bis sie komplett geschmolzen ist. Das fertige Lemon Curd füllen wir dann sofort in sterile Gläser ab. Mein Glas hatte jetzt ein Fassungsvermögen von 235 ml. Anschließend gleich gut verschließen und im Kühlschrank aufbewahren. Das Lemon Curd ist jetzt so für circa eine Woche haltbar. Aus dieser Menge bekommt ihr circa 2 bis 3 Gläser, je nachdem wie groß eure Füllmenge ist vom Glas.
Solltet ihr das Lemon Curd als Topping oder so wie ich als Spiegel verwenden, füllt es in eine Schale ab und bedeckt es sofort mit Glassichtfolie bis zur Weiterverarbeitung. Die süß-saure Creme esse ich am liebsten auf ein frisches Brötchen mit Frischkäse und dann das Lemon Curd darauf. So lecker! Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen dieses leckeren Lemon Curds, das wirklich einfach herzustellen ist und man kann es vielseitig verwenden. Zum Beispiel für ein leckeres Zitronentiramisu. Das Rezept findest du demnächst hier auf meinem Kanal. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, bleib gesund, bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus!